Wenn man sich hier auf YouTube über das Thema Impingement-Syndrom informiert, dann findet man viele Videos, die versuchen, das Impingement-Syndrom zu erklären. Und da gibt es die unterschiedlichen Erklärungsmodelle. Der Platz in der Schulter ist zu eng, die Muskeln sind verkürzt, es liegt an der Haltung, die aber alle nicht der Wahrheit entsprechen. Die meisten verschweigen nämlich wirklich die Wahrheit, vielleicht weil sie es nicht besser wissen. Und in diesem Video erfährst du genau, was das Impingement-Syndrom überhaupt ist und warum es das Impingement-Syndrom eigentlich gar nicht gibt und was die aktuelle Wissenschaft zu diesem Thema sagt und wie du wirklich zum Beispiel deine Schulterschmerzen loswerden kannst oder wie du zum Beispiel auch als Trainer deinen Kunden besser helfen kannst, dieses Impingement-Syndrom zu erklären und damit du da nichts falsch machst. Und am Ende habe ich sogar noch eine coole Übung für dich, die du sofort anwenden kannst, wenn du gerade ein Impingement-Syndrom hast. Also, fangen wir an mit dem Thema, ja, die Wahrheit über das Impingement-Syndrom, was der Ärzte und YouTuber verschweigen. Grundsätzlich muss man natürlich erstmal erklären, okay, was ist denn die Theorie hinter diesem Impingement-Syndrom? Und dazu haben wir jetzt hier mal eine Anatomiezeichnung mitgebracht. Ja, also es geht eben darum, dass es hier eben diesen Oberarmkopf gibt, ja, in der Schulter, ja, und der Oberarmkopf, das hier wird bildet mit der Gelenkpfanne des Schulterblatts hier das Schultergelenk, okay? Und hier in diesem Bereich kommt es dann eben zu Schmerzen. So, und die Theorie des Impingement-Syndroms besagt jetzt, dass hier zwischen dem Akromion, das ist die Schulterhöhe, das ist dieser Muskel hier, nicht dieser Muskel, dieser Knochen hier, ja, dass dieser Knochen hier und der Oberarmkopf zu nah aneinander sind, okay? Also eine Art Einklemmungssyndrom, dass hier was eingeklemmt ist. Was ist hier eingeklemmt? Zum Beispiel in die Supraspinatussehne, das ist das Ding hier, ja? Hier zum Beispiel, ja, das ist die Supraspinatussehne oder zum Beispiel auch der Schleimbeutel, der hier meines Erachtens ein bisschen zu groß auf der Abbildung gezeichnet ist, ja, aber das ist eben die Erklärung, dass diese beiden Strukturen hier eingeklemmt werden und dadurch kommt es eben zu Reizungen hier in diesen beiden Strukturen und dadurch entsteht dann der Schmerz. Das ist soweit die Theorie hinter dem Impingement-Syndrom, okay? Ja, also wir merken uns hier Akromion, Schulterhöhe, ja, Oberarmkopf und eben Schleimbeutel und die Supraspinatussehne. So. Aber diese Theorie ist einfach komplett falsch. Ja, das Erklärungsmodell hier, was gerade vielleicht logisch klingt, das ist einfach komplett falsch. Und ich will dir jetzt mal hier einige Gründe aufzeigen, warum das komplett falsch ist. Und zwar Grund Nummer 1. Ja, wir arbeiten natürlich mit verschiedenen Studien. Die Studien werde ich alle unter dem Video verlinken und auch mal wieder hier mit erwähnen. Und zwar bei dieser Studie hat man zum Beispiel beschwerdefreie Personen genommen und die einfach untersucht in einem Scanbild, zum Beispiel in einem MRT, okay, wo man eben die Strukturen sehen kann. Und da ist aufgefallen, dass 25 bis 45% dieser beschwerdefreien Personen, ja, ein Impingement hatten. Also, dass der Kontakt von Oberarmkopf und Akromion eben da war. Ja, also, die haben sozusagen ein Impingement, haben aber gar keine Schmerzen. Ja, da ist wenig Platz, haben aber gar keine Schmerzen. Das ist der erste Grund, warum diese Theorie eigentlich nicht ganz aufgehen kann, weil wenn wirklich dieses Einklemmen dazu führen würde, dass Schmerzen entstehen, dann müsste es ja auch bei genau diesen Leuten der Fall sein. Ja? Grund Nummer 2. Menschen, die Schulterschmerzen haben, ja, da gibt es eben keinen Zusammenhang zwischen der Größe des subakromialen Raums und dem Schmerz. Was ist die Größe des subakromialen Raums? Das ist eben genau der Raum, der sich hier unter dem Akromion befindet. Also subakromial, ne, das ist genau dieser Raum hier. Ja, und da gibt es quasi keinen Zusammenhang zwischen der Größe des Raumes und dem Schmerz. Das heißt, wenn dieser Raum größer ist, ist es nicht so, dass weniger Schmerz vorhanden ist. Und wenn dieser Raum kleiner ist, ist es auch nicht so, dass mehr Schmerz vorhanden ist. Das hat eben eine andere starke Meta-Analyse rausgefunden. Ja, und diese Meta-Analyse hat eben auch noch Grund 3 rausgefunden. Und zwar besteht kein Zusammenhang bezüglich der Vergrößerung des subakromialen Raums und der Beschwerdelinderung, also was Schmerz und Funktion betrifft. Also wenn dieser Raum vergrößert wird, ja, gibt es keinen konkreten Zusammenhang. Da kann man nicht eindeutig sagen, okay, dann sind die Schmerzen auch besser, ja, also Schmerz, und dann kann sich die Schulter auch wieder besser bewegen, also sozusagen die Funktion besser ausführen. Und man merkt schon, anhand dieser ganzen Daten und Studien kann dieses Erklärungsmodell gar nicht richtig sein. Aber wir sind da noch nicht am Ende, ja, denn es gibt auch noch hier Grund Nummer 4, ja, und zwar, das finde ich sehr, sehr krass. Ja, es wurden hier Placebo-Operationen durchgeführt. Das bedeutet, man hat Leute genommen, die Schulterschmerzen hatten. Bei den einen wurde eine Operation durchgeführt, wo dieser Raum unter dem Akromion erweitert wurde. Ja? Und bei den anderen, die wurden einfach halt betäubt mit der Narkose und so weiter und so fort. Ja? Da hat man gar nichts gemacht. Und man hat festgestellt, dass die Regeneration bzw. das Ergebnis komplett identisch war, beziehungsweise dass es da keine signifikanten Unterschiede gab in dem Ergebnis. Das heißt, egal ob OP oder nicht, ja, der Verlauf nach der OP, vermeintlichen OP, ist komplett gleich. Ja, und das finde ich halt auch sehr krass, dass halt diese Dekompression des subakromialen Raums, also diese Erweiterung des subakromialen Raums, nicht unterschiedlich ist zu einer Placebo-Operation. Also finde ich auch eine sehr krasse Erkenntnis. Und hier haben wir noch einen Grund, der dagegen spricht, gegen diese ganze Theorie, und zwar der geringste Akromio-Humerale
die geringste akromio-humerale Distanz tritt in etwa zwischen 40% und 75% Abduktion auf. Also ungefähr in dem Bereich so von hier ungefähr, würde ich sagen, bis hier. Ja? Da befindet sich so, ist sozusagen am wenigsten Platz unter dem Schulterdach, unter dem Akromion. Okay? Und der Bereich, der aber bei dem Patienten immer am schmerzhaftesten ist, der liegt zwischen 70 und 120 Grad. Das bedeutet ungefähr von hier bis hier. Da tut es am meisten weh in der Schulter, ja? Aber das ist gar nicht der Bereich, wo unter der Schulter am wenigsten Platz ist. Ja, das heißt, diese ganzen Gründe führen uns eben dazu, dass dieses Erklärungsmodell mit dem Impingement-Syndrom, mit diesem Einklemmen, gar nicht so stimmen kann. Und das bringt uns eben hier zum Nachdenken und deswegen kann das Modell gar nicht stimmen. Da gibt es noch viele, viele weitere Untersuchungen, ja, viele, viele weitere Studien, die das bestätigen, die auch nochmal andere beschwerdefreie Personen untersucht haben, Leute mit Beschwerden und so weiter und so fort. Aber das Ergebnis ist immer sehr, sehr ähnlich und dieses Impingement-Syndrom wird eben in der Wissenschaft immer mehr in Frage gestellt. Ja. Und jetzt vielleicht auch noch ganz kurz, warum ist es sogar schädlich, wenn eben Ärzte oder Trainer oder auch YouTuber hier von einem Impingement, von einem Einklemmungssyndrom sprechen? Warum ist es sogar schädlich, wenn man das so erklärt, dieses Modell? Ja, diese Aussage wirkt erstmal beängstigend. Ja, da ist irgendwas eingeklemmt, ja, und die Strukturen werden dadurch geschädigt. Das macht erstmal ein bisschen Angst und da reagiert der Patient oder der Kunde manchmal so, oh Gott, ja, da ist irgendwas eingeklemmt. Ja, das ist schon mal schlecht. Ja, dann gibt es ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ja? Was bringt denn eine konservative Therapie, also sozusagen eine Therapie mit Übungen zum Beispiel, wenn einfach zu wenig Platz vorhanden ist? Ich kann ja den Platz durch eine konservative Therapie, durch Übungen nicht erweitern, nicht vergrößern und dadurch sagen vielleicht manche, okay, ich lasse mich eher operieren, damit dieser Platz vergrößert wird, weil es liegt ja an dem Platz. Wobei, werden wir später noch sehen, eine konservative Therapie gleiche bzw. fast noch bessere Ergebnisse bringt als eine Operation. Ja? Dann, die Strukturen sind eingeklemmt und gereizt, ja, wenn man das eben behauptet. Ja, dann denkt man auch, okay, wenn hier was eingeklemmt ist und gereizt ist, ja, dann darf ich mich auf gar keinen Fall bewegen, weil wenn ich jetzt hier nach oben mich bewege, dann klemmt es ja noch mehr ein und dann reizt sich die Strukturen, wie zum Beispiel eine Schleimbeutel oder die Supraspinatussehne, dann reizt sich die ja noch mehr, also bewege ich mich lieber eher weniger. Aber wie wir später auch feststellen werden, Bewegung und Training und Übungen dafür ist ein wichtiger Eckpfeiler in der Therapie des subakromialen Schmerzsyndroms, was wir gleich noch feststellen werden. Okay, also es ist sozusagen schädlich, hier von Einklemmen zu sprechen, von Impingement zu sprechen und das Ganze auch so zu erklären. Ja, das ist nicht gut. Okay? Und die Studien empfehlen eben auch, auf die Wortwahl zu achten, damit eben hier ein Schaden durch solche beängstigenden, katastrophisierenden Gedanken minimiert wird. Okay? Ist auch belegt. So. Dann, wie schaut denn die moderne Denkweise aus, beziehungsweise was ist denn jetzt da genau los in der Schulter, wenn es nicht an dem zu engen Raum unter dem Akromion liegt? Ja, was ist denn da los? Ja, man weiß heute eindeutig, dass die Impingement-Theorie überholt ist, es ist auch komplett wissenschaftlich belegt, ja, Studien wie gesagt in der Beschreibung. Ja. Und was könnte zum Beispiel zu den Schmerzen beitragen? Ja, die Sehnen der Rotatorenmanschette, zum Beispiel der Supraspinatus, ja. Da sagt man eben, okay, so außer Form geratene Sehnen, die zum Beispiel empfindlich sind und die wenig belastbar sind, das ist durchaus ein Schmerzfaktor und das kann dazu beitragen, dass Schmerzen empfunden werden. Aber ich drücke mich hier auch wieder sehr gewählt aus, weil es ist nämlich so, dass es auch nicht der einzige Grund ist, warum man da zum Beispiel Schmerzen spürt, weil auch Schulterschmerzen ist eine multifaktorielle Erkrankung. So wie auch jede andere Erkrankung, so wie jede andere Krankheit, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, Arthrose, ja, all diese Bandscheibenvorfall, das ist immer multifaktoriell und es hat viele, viele Gründe, warum dort der Schmerz auftritt. Wir können ja auch mal kurz ein Bild nochmal einblenden, wie viele Gründe es haben kann, wie Schmerz entsteht und von was es alles beeinflusst wird. Und der Schlaf hat damit zu tun, die Ernährung hat was damit zu tun, die Lebensweise, der Job, der Alltag, die Genetik, all das sind Einflussfaktoren auf den Schmerz. Und einfach nur zu sagen, es ist eingeklemmt, also tut es weh, das ist viel zu wenig komplex und Schmerz ist viel, viel komplexer, auch wenn es immer einfach ist, das Ganze so einfach wie möglich zu erklären. Okay? Was wird denn stattdessen empfohlen? Welche Begriffe sollte man eher verwenden als jetzt zum Beispiel Impingement und Einklemmen und so weiter? Man sagt, okay, man sollte zum Beispiel subakromiales Schmerzsyndrom sagen, also einfach Schmerzen unter dem Raum des Akromions. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir als Trainer, wenn wir das dem Kunden sagen, subakromial, da kann er nichts anfangen, ne? Deswegen gibt es eben auch Untersuchungen, die sagen, man kann Schulterschmerzsyndrom sagen oder andere gehen sozusagen noch weiter und möchten das Ganze noch weniger differenziert betrachten, beziehungsweise möchten das noch allgemeiner beschreiben, weil es eben auch passend ist. Und zwar kann man auch einfach nur Schulterschmerz dazu sagen, zu diesem subakromialen Schmerzsyndrom oder zu dem Impingement-Syndrom. So, also so sollte man das eben eher angehen hier, dieses Thema, okay? Und dann schauen wir uns jetzt noch an, okay,
Wir sind jetzt einen Schritt weiter. Wir wissen einmal, dass man Impingement nicht mehr sagen sollte, dass es nicht an dem Einklemmungssyndrom liegt. Aber was sollte man jetzt trotzdem machen? Sollte man jetzt eine Operation machen oder sollte man vielleicht lieber trainieren, ja, und zum Beispiel eine konservative Therapie wählen, wie zum Beispiel Physiotherapie, und einfach Übungen machen? So, und hier gibt es eine ganz klare Antwort und haben wir auch wieder verschiedene Studien angeschaut. Ja, wir haben schon am Anfang des Videos welche kennengelernt. Ja, diese Vergrößerung dieses Raumes bringt keine Verbesserungen in Schmerz oder Funktion. Ja. Dann diese Placebo-OP, die ich vorhin schon angesprochen habe, ne, hat die gleichen Ergebnisse erzielt wie zum Beispiel eine normale OP. Dann gibt es auch noch andere Untersuchungen, zum Beispiel, dass die OP auf jeden Fall mit höheren Kosten verbunden ist und auch mit mehr Risiken verbunden ist. Da gibt es für diese Operation eigentlich keine Empfehlung laut dieser Studie. Und die Empfehlung geht hier ganz klar dann zu der Physiotherapie zum Beispiel, zur konservativen Therapie. Ja. Und es gibt auch noch moderate Evidenz dafür bei einer anderen Studie, dass die OP nicht effektiver ist als eine konservative Therapie. Ja, also man hat da die gleichen Ergebnisse zum Beispiel erzielt. Und auch hier sagt man, gibt es noch eine weitere Studie, die sagt, konservative Therapie ist in den meisten Fällen zu bevorzugen. Also hier gibt es eigentlich auch eine ganz, ganz klare Antwort, dass man eine konservative Therapie hier durchführen sollte und dass eine OP auf jeden Fall mit mehr Kosten und auch mit mehr Risiken verbunden ist. Und ja, das ist eben der aktuelle Stand der Wissenschaft, was dir vielleicht die anderen YouTuber und Ärzte vielleicht noch nicht so gesagt haben. Vielleicht haben sich doch noch nicht die aktuellen Studien dazu genau angeschaut. Okay? Jetzt habe ich noch am Ende, wie gesagt, eine kleine Übung für dich und einen kleinen Tipp für dich, was du jetzt machen kannst konkret, wenn du jetzt gerade hier Schulterschmerzen hast. Und zwar ist ja vor allem in der Bereich von hier bis hier oftmals ja, schmerzhaft. Ne? Und eine Übung, die man auch ganz im akuten Stadium machen kann, ist einfach nur das Drücken gegen eine Wand zum Beispiel mit dem Ellbogen oder mit der Hand. Ja, also ich stelle dir jetzt sofort, das wäre hier eine Wand. Dann nehme ich einfach meinen Ellbogen und drücke hier sozusagen mit dem Ellbogen dagegen. Ja, dadurch werden zum Beispiel die Außenrotatoren, ja, und auch die Schultermuskulatur in der Schulter aktiviert. Sie werden statisch trainiert, ohne dass ich mich groß bewegen muss. Und das ist eine Übung zum Beispiel für ein frühes Stadium oder für eine akute Schmerzphase, die man da anwenden kann. Und alleine dadurch, dass eben dadurch die Muskulatur aktiviert wird, ja, man beansprucht ein bisschen die Sehne, alleine das kann eben schon zu einer Verbesserung der Schmerzen führen. Ja. Und es gibt natürlich aber noch viele weitere Übungen, die man da anwenden kann. Und wenn du eben wissen möchtest, welche Übungen das noch sind, ja, dann kann ich dir empfehlen, mal bei unserer medizinischen Fitnesstrainer-Lizenz vorbeizuschauen. Denn das ist zum Beispiel auch ein Teil der medizinischen Fitnesstrainer-Lizenz, dieses subakromale Schmerzsyndrom. Auch andere Schmerzbilder sind da noch mit dabei, Frozen Shoulder, ja, oder auch natürlich aus ganz anderen Bereichen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall, Arthrose, Osteoporose, neues Gelenk, Bluthochdruck und so weiter und so fort. Also lernst du alles über die verschiedensten Krankheitsbilder und bekommst aber auch genau 130 Übungen mit an die Hand. Unter anderem einige sind dabei für das Schmerzbild subakromales Schmerzsyndrom und dort wirst du eben weitere Übungen kennenlernen, die du deinen Kunden als Trainer zum Beispiel mitgeben kannst oder die du natürlich auch selber durchführen kannst. Check das gerne mal ab. Es gibt einen kostenlosen Demozugang von der medizinischen Fitnesstrainer-Lizenz. Da kannst du dir die erste Lektion komplett gratis anschauen. Schau das mir da an. Da wirst du auch einiges über biopsychosoziale Schmerzen lernen. Auch sehr interessantes Thema. Und jetzt am Ende sei noch hier gesagt, dass natürlich auch die ganze Literatur, dass das natürlich alles hier die Studien sind, die wir uns dazu angeschaut haben. Ja, das alles ist auch nochmal verlinkt. Und das heißt, das ist wirklich dann der aktuelle Stand der Wissenschaft. Lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.